Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, zu unserer kleinen Hölderlin-Reihe, die noch nächste Woche fortgesetzt wird mit einigen Filmen von Jean-Marie Straub und einem kurzen Film von Volker Köpp. Heute Abend haben wir Thomas... Hölderlin, Volker Köpp? Ja, und ja, an der Unstrut heißt er. Das ist ein Kurzfilm. Also der hat irgendwie, da tauchen unter anderem auch Zitate von Hölderlin auf. Also ja. Und genau, heute Abend haben wir Harald Bergmann da. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Und ja, wir sehen, ja. Danke, danke. Genau, den ersten Teil des Abends haben wir schon hinter uns. Jetzt läuft Scardanelli. Auch Scardanelli läuft in einer neu digitalisierten Fassung. Genau, soll ich dich noch kurz vorstellen oder nicht? Okay. Kann man nachlesen auf seiner Webseite. Genau, aber er hat sich viel mit Hölderlin beschäftigt, 4 Filme gedreht insgesamt. Und genau, so die Short Version. Dann, genau, sagst du noch ein paar Sätze zum Film. Also ich bin dankbar, dass die FFA diese Digitalisierung möglich gemacht hat. Die 4 Filme sind, also es gibt 3 abendfüllende Filme und ein zusätzliches Satyrspiel Passion Hölderlin. 4 Filme über Hölderlin, die ich gemacht habe in einem 10-Jahres-Zeitraum. Und das ist 20 Jahre her. Der erste ist 30 Jahre her. Ich gucke also fast wie Sie das. Und Scardanelli ist eben die Frage, die sich ja jeder stellt, war denn Hölderlin wahnsinnig oder nicht und wie und so weiter. Natürlich wollte ich nach den ersten Filmen, die ich gemacht habe, das irgendwie rauskriegen. Und wir haben in Babelsberg den Hölderlin-Turm nach den alten Grundrissen nachgebaut. Und die waren ja anders als heute. Der Hölderlin-Turm ist heute rund. Damals war er so ein Eck, wie Sie werden es im Film sehen. Er war eckig. Und Hölderlin hatte das sozusagen, das Neckartal so vor sich. Und wir haben eigentlich nur Texte, die existieren, ins Schwäbische und also zum Inszenieren umgesetzt. Das ist eigentlich, abgesehen natürlich von der Bildsprache und was ich da tue, keine Erfindung gibt im inhaltlichen Sinne, sondern ich habe mir eben versucht klarzumachen, was war da los? Und das wird der Film jetzt zeigen. Kleine Spekulation noch, die ich dazu getan habe. Es gibt eben wirklich Belege, Zeugenaussagen, dass Hölderlin von seiner Bordeaux-Reise 1802 ausgeraubt und mit zerrissenen Kleidern und so zu Hause ankam. Es gibt einen Punkt, dass Hölderlin nach Bordeaux in Kehl die Grenze überschreitet von Frankreich und dann 6 Wochen verschwunden ist. Und danach ist Hölderlin eben ein anderer. Darüber gibt es eine Spekulation in diesem Film, darüber kann ich danach erzählen. Also es geht jetzt nicht direkt im Turm los, sondern eben mit dieser Vorgeschichte. Viel Spaß. Mit Untertänigkeit. Also ich fand die Darsteller ganz toll, also sowohl den André Wilms in der Rolle von Scardanelli, aber auch sozusagen die anderen, die Art dokumentarischen Teile sozusagen, die fand ich auch schön inszeniert und auch schön, wie die so in die... Die dokumentarischen Teile sind der eigentliche Spielfilm, ne? Ja, genau, ich weiß. Deswegen sage ich ja die Dokumentarier. Ja. Genau. Und genau, vielleicht nochmal zu den Texten. Wo kommen die Texte her? Also von den. Also das war die Familie oder genau, woher kommen die Texte, die sprechen? Die Gedichte von Hölderlin. Nee, nicht die Gedichte, sondern von dem dokumentarischen Teil. Du sagst, es beruht alles auch auf Texten, die. Genau, ja. Das sind teils Tagebuchaufzeichnungen, teils haben die das veröffentlicht, teils haben sie Aufsätze darüber geschrieben oder in Briefen. Also das gibt es ja in den historisch-kritischen Ausgaben zusammengestellt, also was das alles an Material gefunden wurde. Ja. Und teils haben die es dann auch in richtigem Hochdeutsch veröffentlicht und wir haben es dann wieder zurück. Ja, zurück dran, ja, okay. Schwäbisch, ja. Ja, ich bin eigentlich immer sehr stolz und glücklich mit dem Film und sage irgendwie, also besser kann ich nicht und weine immer noch über das Schicksal dieses Films, weil der wurde auf allen deutschen Festivals abgelehnt, also vor 20 Jahren. Und wir haben 1,5 Jahre versucht, das Berlinale sowieso
Und ich habe auch jetzt nach 20 Jahren dann Berlinale nochmal gesagt, es ist auch 250 Jahre, könnte ich eine Retrospektive oder mal gucken wir gar nicht an und so, wie sie halt so sind. Und ich bin, ja, also ist immerhin der beste deutsche Dichter, den wir haben. Und ja, und die zweite Lebenshälfte ist ja nun auch nicht irgendwie groß, gibt es ja keinen Film drüber oder so. Ja, so ist es eben. Dass er jetzt wenigstens noch mal so ein bisschen genau, ja, ein paar Wiederaufführungen kriegt. Ja. Mhm. Genau. Gibt es Fragen? Sie bekommen ein Mikrofon, was dann auch desinfiziert wird. Dankeschön. Ja. Genau, ich würde direkt daran anknüpfen, was Sie gesagt haben. Die Ablehnung des Films, die muss ja in irgendeiner Art und Weise innerlich begründet gewesen sein, oder? Oder man hat sich zumindest den Anschein gegeben, das würde mich mal interessieren, warum man den Film rundweg abgelehnt hat. Es gibt keine inhaltlichen Begründungen bei Festivals, also schon gar nicht bei der Berlinale. Also können Sie fragen, wie Sie wollen, das kriegen Sie nicht. Ja. Der war Ihnen nicht kommerziell genug, oder? Das ist der Vatikan, rechtfertigt sich nicht. Ja. Es gab ja auch einen Themenabend zu Höllin, den sie dann gekippt haben. Und also da sollte dann irgendwie 20.15 Uhr, irgendwie Hälfte des Lebens, oder den zeigt ihr auch, oder? Und danach Scardanelli. Und dann haben sie irgendwie Hälfte des Lebens auf 23 Uhr und Scardanelli auf, also er lief dann im Fernsehen von 1 Uhr bis 3 Uhr morgens. Da muss man ja schon froh sein, dass es überhaupt ins Fernsehen kommt. Die haben ja mitfinanziert und so, ist ja klar. Aber ja, so läuft es halt, ich weiß nicht. Ja. Also ich verstehe bei den anderen Filmen, ein Teil des Publikums war ja bei dem vorherigen, da verstehe ich, dass ein Redakteur sagt, das versteht man nicht, das kann ich meinem Publikum nicht und so. Aber bei diesem, ja. Also es ist ja auch, es macht man ja nicht, dass man jetzt so bei solchen Vorstellungen das sagt, aber es ist wirklich so, das verfolgt mich heute. Goethe und alle, also alles. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass einfach diese zweite Hälfte seines Lebens sozusagen nicht so ganz gesichert ist, was da an Überlieferungen, Spekulationen, das ist ja alles nicht richtig. Ist doch gesichert. Also woran es jetzt liegt, ob es jetzt wirklich von diesem Schlag auf den Kopf kam und darüber kann man es gibt natürlich ja welche, die sagen, es wäre simuliert gewesen. Und aber gut, ich meine, was der Film wunderbar macht, ist natürlich, dass er diese Situation, die er eben in diesem Turm hatte, diese innere Zurückgezogenheit wunderbar darstellt, also visualisiert. Und ja, und das ist von so einer Eindringlichkeit durch den Darsteller natürlich, aber auch durch diese Bauten, durch dieses Schwarz, durch diese extreme Zurückgezogenheit. Also das wird unheimlich eindringlich und gut. Und entweder man will das jetzt, das wahrscheinlich erwarten sie alle, dass man einfach eher über die lichte Phase von Hölderlin etwas vielleicht sehen will, wenn man da jetzt ins Kino geht und die breiten Massen erreichen will, anstatt jetzt dieses... Aber man muss auch eins denken, also wie wird jemand erinnert? Also Erinnerung ist ja nicht einfach so, sondern die wird ja gestiftet. Und dass der Höllin überhaupt erinnert wird und nicht vergessen ist, man muss ja diese Texte, die ich da mache, die waren ja vergessen. Die waren ja 100 Jahre, also die haben in einem Schuhkarton in Bad Homburg gelegen und wurden dann einmal von dem Bibliothekar nach Hause mitgenommen und in der Nacht ist dann die Bibliothek abgebrannt. Und dann haben sie die wieder aufgebaut und dann hat er den Schuhkarton wieder reingestellt. Und das ging ja erst im 20. Jahrhundert los, dass man überhaupt Höllin wieder entdeckt hat. Also und das Niveau, was er jetzt hat, ist ja, weil dieses Katastrophische da drin ist und weil das dann in der Zeit des Ersten Weltkriegs und so weiter. Und Höllin ist ja irgendwie auch so eine Abschreckfigur. Also man sagt, Höllin und Nietzsche, mein Gott. Ja? Und also dass der Mann wahnsinnig geworden ist, gehört zu dieser Erinnerungsfigur. Und da steckt ja, es ist auch immer so eine, was Aßmann irgendwie normative Erinnerung nennt, da steckt ja auch immer so eine Abschreckungsmythos drin. Da siehst du, worin es führt. Ist ja wahnsinnig geworden, nicht? Damit ist es ja, es ist eben nicht diskreditiert, aber eben doch. Und da korrigiert der Film ja auch ein bisschen, also oder der ändert die Erinnerung, weil man auch sieht, dass der Mann ja weitergeschrieben hat bis zu seinem Tod.
Und diese Dichtung von den Turmgedichten ist ja auch im Grunde eher nur Fachleuten bekannt oder Leuten, die sich wirklich sehr für Hölderlin interessieren. Und die ist ja auch sehr seltsam, nicht? Aber wir können vielleicht auch es ist ja so fast wie Haikus, da ist ja was Asiatisches drin, was ganz anders ist als die vorherige Dichtung. Also. Das stimmt. Sind denn wirklich alle Gedichte, die da jetzt aus der Zeit entstanden? Weil ich habe dann schon gemerkt, dass es eben, also ich glaube, der Winter oder das, was auch am Schluss nochmal kommt, ja einen ganz anderen Rhythmus, ein ganz anderes Versmaß hat und auch viel komplexer sind. Also, nee, also der Hölderlin hat 52 Gedichte, glaube ich, sind überliefert. Aber das ist immer aus 36 Jahren. Und die Scarnelli-Gedichte sind zum Großteil, also am Schluss, nur aus den letzten Jahren. Wenn man es hochrechnet, sind es 1,5 Gedichte pro Jahr. 1,5, 4, also das sind ja 8 Zeilen, also meistens an 2 Zeilen, also 2 Strophen mit 4 Versen. Das ist extrem wenig. Der hat natürlich viel, viel mehr geschrieben. Also der Tischler hat das so rollenweise gehabt und hat das auch an die Leute verschenkt. Und dieses in lieblicher Bläue, das war eben ziemlich am Anfang, das hat Weiblinger aus dem Turm, deswegen sind auch manche Worte ungesichert. Ja, also das heißt, das ist ein kleiner Ausschnitt im Grunde. Ja. Jetzt mit gezeichnet Scardanelli, die sind auch wirklich aus der Zeit, aber die, wo jetzt nicht gesprochen wird hinterher, oder alle sind tatsächlich alle Gedichte vor jetzt? Vor allen Dingen Scardanelli-Gedichte, ja. Also jetzt, ja, okay. Aber aus den letzten Jahren, und da waren immerhin 36 Jahre in dem Turm. Also. Okay, ja. Also die Zeichnung wollte ich noch loben, das fand ich sehr schön, wie sich das aufgebaut hat. Ja, hat mir sehr gut gefallen, danke. Promilla, der Winfried. Mhm. Winfried. Mhm. Es gibt ja einen Parallelfall und damit auch einen Parallelfilm, den von Percy Adlon über Robert Walser, der auch jahrzehntelang einem angeblichen Wahnsinn dahin gelebt hat. Kennen Sie den? Ich sage das deshalb, weil dieser Film wurde vom Fernsehen produziert, er lief dort auch. Es ist also nicht ganz erklärlich, warum ihrer nun überall abgelehnt wurde. Nein, wollen Sie ein Mikro? Nein, Sie ohne Mikro. Ja, okay. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das Überfehlen Also erstens mal, warum sollte ich es denen auch recht machen? Das ist ja gerade durch Film eigentlich eine Forschung auch. Also dadurch, dass man, indem man es darstellt, was da und indem man auch Überlieferung darstellt, weil es ist ja was anderes, wenn Sie so einen Text lesen und sagen, er hat das und das gemacht, oder ob Sie den Menschen dazu sehen und der sagt, ja, ich halt nahe gekommen, hat das gesagt oder so. Also da präzisieren sie im Grunde auch die Wahrheit von Überlieferungen und so, indem sie das diesem Ding zurück, also diesen
Status zurückgeben. Das sind ja Gerüchte und alles Mögliche. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Berthaud bestätige. Sie versuchen zu spekulieren, warum die das gemacht haben. Aber ich glaube, es ist ja einfach, die kriegen 6.000 Einreichungen und wenn man nicht irgendwie die und die Einflussnahme schon hat, dann wird es gar nicht angeguckt. Oder habe ich ja auch, ich habe es zum Beispiel nach Cannes geschickt und dann kriegt man den Film zurück und kann dann den Rollen sehen, dass sie die ersten 10 Minuten geguckt haben. Und André Wilms, französischer Star, kommt in Minute 11. Das ist dann halt Pech. Und dann habe ich Milena, ich kenne ja die Berlinale-Leute auch gesagt, und habe das dann erzählt und dann sagt sie, so dumm sind wir nicht, wir rollen jeden Film einmal von Anfang bis Ende durch, egal, auch wenn wir nur 5 Minuten geguckt haben, damit man das nicht erkennen kann. Das sind ganz banale, also wenn man jung ist und Filme so anfängt, dann spekuliert man so, sie sind ja die Situation nicht gewohnt, wie sie es jetzt tun, aber das ist einfach ganz banal, dass es gar nicht angeguckt wird oder eben 10 Minuten und zu langsam ist oder solche Dinge sind das. Aber ich meine, es ist schon so, dass Dieter Koslik hat den Film, der Film hatte gar kein Geld und wir haben in Babelsberg gedreht und dann bin ich zu Dieter Koslik gegangen und der hat dann geholfen und noch das Geld gegeben für die Postproduktion und wurde dann Berlinale-Direktor, aber hat sich geweigert, irgendwie mit mir zu sprechen. Ich habe 7 Monate ihn angerufen und um einen Termin gebeten und so, wie das halt so ist. Und das fasst man eben nicht, wenn man irgendwie jung ist und denkt, das habe ich doch jetzt hier hingelegt und lasst mich doch. Aber wie gesagt, also man kann es auch, ich würde sie nicht damit belästigen, aber bei dem Film ist es wirklich, also ich habe ja jetzt auch wieder Mariette angerufen und also das ist die neue Chefin, habe gesagt, jetzt könnt ihr es nicht mehr, ist doch 52 Jahre Höllin, dann wird sie auch geweigert, sich das auch nur anzugucken. Das ist halt deutsche Filmkultur. Ja, es nagt halt einem. Sehen Sie es mir nach, dass ich Sie damit überhaupt belästige. Ja. Ja, aber man könnte ja jetzt im 250 Jahre es doch irgendwie eigentlich mal machen. Aber ja. Wenn nicht bei 250 Jahre Höllin, wann dann? Ne? Ja. Ja. Ja, aber das sind natürlich wirklich irgendwie so Sachen ineinander gegangen. Bei Filmen weiß man nicht, was ist danach schon, aber wenn die Fäden einfach so richtig ineinander greifen und so. Und das, denke ich, war hier schon der Fall. Ja. Ja. Aber gerne noch mehr, wie es Ihnen ergangen ist. Vielleicht ja auch Negatives. Vom Aussehen her. Vom Aussehen. Weil, also wir hatten ja die Zeichnung von Höllin und der war wirklich so frappant. Sie ändern vielleicht in der Gartenhausszene, steht da so als Scherenschnitt da. Und das können Sie fast auf die Zeichnung legen. Und also mein eigentlicher Favorit war natürlich Schmiedinger, der in all meinen Höllin-Filmen eigentlich der Protagonist und Sänger ist, der ja hier alles sagt, also der Schauspieler, der alle Texte spricht. Und ich habe 1,5 Jahre versucht, ihn zu überzeugen, das zu spielen. Das wäre dann ganz anders geworden, das wäre eher so Karl Valentinhaft gewesen. Also. Aber Schmiedinger ist eben auch verrückt und es war nicht zu machen. Der hatte Angst vor der Rolle. Also Die Filme der Trilogie, die kommentieren sich ja auch gegenseitig und im Passion Höllin ist Schmiedinger auch drin und erzählt von seinen ganzen Irrenhausaufenthalten, der war in jedem. Also ich würde es nicht verbreiten, wenn er nicht sozusagen selber das gerne ausbreitete, seine Handtuchsammlung aus allen Irrenhäusern der Republik und so weiter. Und also der wäre der Genialste dafür gewesen. Und dann haben wir diese Mischform, weil André eben ja auch Franzose ist, Elsässer, deswegen Deutsch kein Problem. Aber er hat gesagt, ich spreche die Texte nicht, das mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, sehr gut, dann. Ja. Ja. Die Maske ist das. Ein deutsches Regietheater. Oder hat den realen Hintergrund. Ja, also die ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich Schmiedinger sehr drin haben wollte. Und in gewisser Weise hätte man den Film mit dem Charme von André und der Schauspielart ja durchgängig ganz, also wir haben es ja auch ganz durchgedreht, aber das lässt sich ja kaum kommentieren, weil das ja irrational ist. Also das kann man ja nur durch so einen irrationalen Sprung mitmachen. Da wird ja irgendwie Dramaturgie total gebrochen und das ist alles. Aber genau das fand ich gut, dass der Film in gewisser Weise selber wahnsinnig wird. Oder dass man diese Paria-Rolle, die der Mann dann kriegt,
auf diese merkwürdige Weise. Ja. Ja. Ja, also das stört natürlich auch Leute. Also wenn sie spekulieren, warum, kann man auch sagen, sowas, das trägt man eben nicht mit. Also das ist ja eine Stilisierung, die nicht irgendwie naturalistisch ist oder realistisch und weiß ich nicht. Wenn die Berlinale-Leute bis dahin geguckt haben, dann kann es daran liegen. Ja, die Maske ist der Punkt, wo man irgendwie wieder poetisches Denken im Grunde braucht, was wir vorhin angesprochen haben. Ja. Wie wurden die dokumentarischen Darsteller gecastet? Sind die aus Tübingen oder? Ja, schon. Auch. Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so in Hamburg hingekriegt hätte, selbst wenn die Norddeutsch irgendwie geschnackt hätten. Weil das war dann wirklich das schwäbische Netzwerk. Wenn man was mit Qualität macht, dann helfen die dir. Und die haben mich dann rumgereicht und ich bin in die ganzen Seniorengruppen gegangen und habe so die Leute, es war ein großes Vergnügen und viele Maultaschen gegessen. Und ja. Na, das war wirklich, und die haben natürlich auch sehr gearbeitet. Also es ist natürlich, kommt nicht von nichts. Also die Schwäbisch haben wir uns dann ja auch ausgefeilt und ich konnte als Norddeutscher meine Gesellenprüfung in Schwäbisch machen. Ja. Sind Sie auch in Ihren Wohnungen gedreht? Zum Teil, ja. Mhm. Also zum Beispiel Gertrud, also die Lotte Zimmer, nicht? Also mit den Bildern, aber das ist ihre Wohnung, ja. Ja, das kann man gar nicht erfinden. Ja. Also, ja. Ich hätte eine Frage zu der Verbindung von den musikalischen Motiven mit den Bildern, die ich übrigens insgesamt auch sehr bewegend und berührend fand. Mich würde interessieren, wie haben Sie sich entschieden, welche der Klaviersonaten zum Beispiel Sie mit welchem Bild verbinden? Wie sind Sie da vorgegangen? Naja, das Interessante war im Grunde der Kompositionsprozess von dem Scalanelli-Klavier. Also wir haben diese Musikstücke ja erstmal als Klavierstücke gehabt und haben dann ein Klavier gesucht, was diesem Tafelklavier, was Scalanelli hatte, oder also Höllin, muss ich auch vorstellen, dass am Turm, wenn man ein Klavier am Fenster an einem Fluss hat, nicht? Also das verstimmt sich permanent. Und dann, also ich konnte in der, also Musik ist in meinem Film immer so der Generator, nicht? Ich habe öfters die Musik vor dem Film. Also bevor ich das andere anfange, und da war das eben auch so, also ich konnte in dem preußischen Kulturbesitz die gesamte Sammlung da durchspielen und wir haben dieses Klavier von 1780, in Schwaben hergestellt, haben wir da gefunden und haben dann mit diesen Klängen eben zu den klassischen Musiken dieses Klavier entwickelt. Und dann haben wir eben das auch wirklich live gespielt, dass es wirklich synchron ist, weil das nervt mich immer in Filmen, wenn dann irgendwie das Klavier angeschlagen wird. Das kann ich nicht ertragen. Ja, aber das ist natürlich ein langer Prozess. Also da hat man die Schmiedinger-Stimme und wie gesagt, das Takten von der Musik nimmt dann natürlich, also allein der Takt von der Musik und der Takt, den Schmiedinger spricht, das anzugleichen, dass das aufgeht und solche Dinge. Und ja, einfach musikalische Arbeit, die separat war. Also die war vorher da, bevor wir die Bilder zum Beispiel animiert haben. Ja. Kurze Ergänzungsfrage, also die Sonate, mit der Film auch ausklingt, bevor die Credits kommen, hat ja so, also für mich so eine Art Leitmotivfunktion, weil die, glaube ich, dreimal erklingt. Hatte das einen besonderen Beweggrund oder war das auch eher ein Stück weit Zufall? Nicht Zufall, aber intuitiv natürlich. Welche Klangfarbe von Schmiedinger zu welchem Stück, und ist jetzt auch 20 Jahre her, also das war sehr intensiv, aber jetzt bin ich auch raus, also kann ich in die Details nicht mehr. Ja, aber also Zufall ist das nicht, wenn man irgendwie ein halbes Jahr das hört und hört und probiert und montiert und so weiter. Nur es hat nicht irgendwie eine konzeptionelle, logische Sache, die ich Ihnen jetzt sagen kann. Ja. Okay. Vielen Dank. Ja, gibt es nicht.
Mit viel Geschrei. Ja, das war so eine Arbeitsaufteilung. Ich habe gesagt, die Spielfilmszenen kannst du machen, die Trick und Zeugen mache ich. Und sie hat sehr, sehr lieb und umgänglich mit mir alles geschnitten. Also ihre Teile. Und als ich das dann zusammengebaut habe, dann gab es natürlich Ärger, weil es ist alles von ihr. Und ich habe gesagt, naja, aber zwei Drittel des Films habe ich ja schon geschnitten und die Gesamtsache mache ich auch. Und dann, ja, es ist so, wie es mit dir immer ist, oder? Aber sie hat das eben auch sehr gut gemacht, ja? Also die szenischen Sachen. Ja. 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 Danke, dass Sie so aufmerksam und wunderbar geschaut haben. Das merkt man ja im Zuschauerraum. Und freue mich, dass ich das mit Ihnen, dass ich dabei sein konnte. Es ist ja auch immer schön, das mitzukriegen. Ja. Und wie gesagt, es gibt vier Teile. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt mit Corona weiß man ja nicht, ob noch nächstes Jahr, vielleicht März oder so, ist ja nochmal Geburtstag und man will das alles weitermachen. Das 2020 dauert bis 2021. Und vielleicht gibt es ja noch die Gelegenheit, irgendwie die vier Teile. Also ich werde noch versuchen, eine Tour weiterzumachen. Und man kann das Ganze über die Website Bergmann Film irgendwie kaufen. Es gibt es nicht im Geschäft, gibt es nicht bei Amazon, aber es gibt es exklusiv auf dieser Website. Also die ganze Edition von Filmen ist da, finden Sie im Netz unter meinem Namen. Und wir haben auch ein paar hier, wenn Sie noch wollen. Ja. Ja. Gibt es einen neuen Dichter im Horizont jetzt? Es gibt die unmittelbare Fortsetzung von Hölli, nämlich das Thema Griechenland. Ja. 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 Ja, da bin ich auch an vier Filmen dran am Arbeiten. Und ja. Der erste ist fertig und ich hoffe, ich kann ihn hier in Frankfurt auch vorstellen. Ja. Dankeschön, dass Sie da waren. Schön.